Ah, der Dieselzug fährt das jetzt los. Stimmt, der hätte beladen oder entladen müssen. Okay, ich spüre mal ein bisschen vor. Weil ich möchte jetzt mal wirklich sehen, ob hier bei einer Fahrt, wie oft die LKWs an einem Bahnübergang warten müssen. Und dann je nachdem. Okay, hier hat er gerade Glück. Und je nachdem würde ich dann halt noch entscheiden, die Linie anders legen oder Tunnel bauen oder Brücke. Oha, das ist eine. Da guckt sogar die Schiene oben raus. Das ist geil. What the fuck? Grafikbug. Also, ich muss sagen, die Stadt ist ja mega hügelig. Das denkt man so, wenn man nur zuschaut, eigentlich gar nicht. Also, wenn man von oben jetzt guckt, dann denkt man, ja, cool. Aber. Okay. Ist Auto gespawnt. Ah, er nimmt die Abkürzung über die kleine Straße. Hier bin ich auch gespannt. Muss hier warten. Bislang noch nicht. Ich hoffe. Die Schranke geht jetzt nicht vor seiner Nase runter, nein, das ist sehr schön. Okay, hier gibt es anscheinend einen Verkehrsstau. Hier fahren nur Käfer. Käfer, 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 Käfer. Oh, kein Käfer, Käfer. Also. Oh, da haben wir Glück, ich glaube, der Zug wendet gerade. Ja. Wieso kommt der eigentlich, wenn der noch drin steht? Mal schauen, können wir die denn ersetzen? Halt, abbrechen. Die könnten wir auch hier durch die stärkere ersetzen. Und wir haben. Wir hätten auch mehr Kapazität. Ich könnte aber auch die nehmen. Die hat 235 und hat 3399 PS und die hat 3000, aber hat nur 100. Ah, okay. Würde ich schon fast zu der BR218 tendieren. So, der Zug wartet doch, aber ich halte ihn jetzt einfach mal an, bis der hier auf der anderen Seite auch fertig ist. Oh, machen wir das mal alles hier weg. Fügt man die hier ein. Die hatten bislang 24 Tonnen. Die haben 50 Tonnen. Können 33 Leute aufnehmen. So, machen wir jetzt mal kurz schnell. So. Und dann setzen wir drauf 50 Tonnen. Oha. 1, 2, 3. Aber jetzt haben die Kapazität von dem jetzigen. Und dann würde ich erstmal noch zwei zusätzlich plus nochmal das, wenn wir bei 165
Okay, ich mache jetzt einfach mal so. Und dann könnten wir nämlich das auch wegmachen. Mache ich das erstmal so und sage sofort ersetzen. So, jetzt gibst du mal bitte Gas. Okay, die Dampflok hat da schon wieder warten müssen. Ich möchte mir aber gerne den Austausch hier am Hauptbahnhof gerne anschauen. Den Austausch zwischen der Dampfzeit und der Neuzeit. Gott, das ist ja noch eine uralte. So. Ich frage mich immer noch, wo fahren solche Wägen rum? Ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht. Aber er ist auf jeden Fall voll. Hier haben wir noch gar kein Fahrzeug ersetzt. Okay, dann nehmen wir mal hier die leistungsstarke Lok. Und nehmen. Nehmen wir auch die. Wir haben 21. Wir haben 20. Kosten auch weniger. Und sind auch leichter. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 6 geht nur. Na. Das sind 20 mehr. Ist die Frage, wie das aussieht, wenn wir so einen noch hinten dran setzen. Oh komm, wir probieren es mal aus. So, lasse den Zug hereinfahren. Bin mal gespannt, wie das aussieht. So, und vor allem interessiert mich, wie schnell beschleunigt er. Ist halt Dampf, muss man sagen. Ui, der beschleunigt ja extrem langsam. Na gut, man muss ja sagen, ist Dampf. Aber doch, er braucht nur am Anfang ein bisschen, weil er ist jetzt schon schneller unterwegs. Sieht auf jeden Fall lustig aus, die Konstellation. So, hier haben wir mittlerweile die Berechtigung bekommen. Dann könnten wir im Grunde schon fast Weigenheim an das Güternetz anschließen. Das ist ja auch schon richtig groß geworden. Das ist das Falsche. Lebensmittelküter, haben wir da keinen Ersatz? Ne, haben wir nicht. Okay. Mit welchem Takt fahren die? 92 Sekunden. Würde ich einfach den hier nehmen. Automatischer Ersatz. Sofort ersetzen. Jawohl. Die sind auch schon ziemlich alt.
Das können wir mal lassen. Der Zug hat die Lebensdauer schon erreicht. Okay. Straßenfahrzeug, Straßenfahrzeug. Das ist der Bus. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja, das lösen wir, indem wir hier auch einen Fahrzeugersatz geben. Halt. Ein 100 sofort ersetzen. Oh, wir haben einen offenen Güterwagen bekommen. Warum haben die denn schon? Halten die nur 15 Jahre? Lebensdauer 30 Jahre. Warum sind die bei mir denn schon rot? Maschinen Donnburg. Straßenfahrzeug. Ach hey. Da nehme ich natürlich nicht ersetzen, weil ich möchte das selbstverständlich. Mit dem hier ersetzen. Ja, aber nicht mit Maschinen, sondern mit Werkzeugen. Hä, was? Die Linie heißt Maschinen Donnburg. Soll aber Werkzeuge tragen. LM Maschine Donnburg. So, hinten ist Industrie und Industrie kriegt Maschine. So, Punkt, fertig, aus. Was wurde mir noch gesagt? Die hier sind alt, ne, 7 Jahre. Sind glaub... Hä? Was wurde mir angezeigt? Was noch rot ist, einmal der Bus, das hier und, ach, die Straßenfahrzeuge, okay. Okay, das ist auch schon, die sind ziemlich voll. Oh, wo stehst du gerade? Du stehst gerade am Hauptbahnhof. Bus Weidenheim. Oh Gott, was das denn? Müssen wir mal größere Busse suchen. 13, 16. 16. Sofort ersetzen, jawohl. Getreide-Kühdorf. Getreide-Kühdorf. Okay. Bus Donnburg. Was fährt da noch? Ach, da fährst du. Okay. Hier läuft alles. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal kurz, ob die gesetzt sind. 120 und 120. Hier warten schon wieder 82. Äh, 67. Wo ist denn hier unsere Superlok?
Ich glaube, die ist doch schneller unterwegs. Auch wenn es vielleicht etwas komisch aussieht, die Konstellation. So, die braucht natürlich bergauf. Ja, sieht aber trotzdem. Würde ich noch sagen, fahren wir in den Hauptbahnhof noch ein. Und dann war es für mich für die Aufnahmesession. Da könnte ich mir vielleicht auch noch was anderes überlegen. Mir fällt aber gerade nichts ein. Vielleicht später. Ah, okay, der Zug hat jetzt ziemlich lang. Oder der kann das sein, dass die Züge jetzt früher ihre, wie soll ich sagen, ihre Signalbereiche beanspruchen? Weil die Flügelsignale waren jetzt dann doch deutlich früher, also auf Fahrt, also auf Flügel hoch, wie zuvor. Zumindest habe ich so den An. Ach du Heilige, wie viel ist denn da los? So lang warten, du Arme. Hier wahrscheinlich das gleiche, jawohl. Okay, der Zug muss hier auch warten. Aber er bringt schon mal hier. Gucken wir mal sehen, wie das aussieht. Rohre und Ziegelsteine. Schnaub, Schnaub. Und mit diesem Bild würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Session hat euch gefallen mit dem Bau des Güterzentrallagers. Wenn ihr da weitere Ideen habt, könnt ihr die gerne jederzeit loswerden. Dann lese ich mir die natürlich durch. Und wenn die Idee gut ist, dann werde ich die auf jeden Fall auch umsetzen. Und denkt bitte dran an den Strawpool-Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr abstimmen, wann wir denn mit der Season 2 beginnen sollen und noch ein paar allgemeine Sachen zur Season 2. Aber mit diesen Worten würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, egal von was. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.